Ja, also ich habe den Girls gesagt, die müssen mal so einen richtigen Indie-Song machen. Das ist ganz wichtig, weil da kommen die auch auf FM4. Das ist so ein Radiosender, den die Leute immer so hören, wenn sie sich zu intellektuell für drei fühlen. Ja. Ja, wisst ihr eh. Ja. Und ich habe gesagt, ein Indie-Song, passt auf, Girls, das muss so ein bisschen nach Garage klingen. Und ich habe ein bisschen zu viel geraucht in meinem früheren Leben. Also das soll so nach Garage klingen und darf auch nur zwei, drei Akkorde haben. Und ich mache das jetzt mal vor, wie das so funktioniert mit dem Indie-Song. Zuerst kommt mal so ein typisches Bass-Pattern, ne? Ah ja. Das kann ruhig auch ein bisschen untight und schlecht eingespielt sein, das steigert den Identifikationswert. Ganz wichtig, da kommt so ein irgendein bescheuertes Instrumentarium, was man sonst nie verwenden würde. In dem Fall die Ocarina. Das war es auch schon wieder von Ocarina. Fängt das wieder an. Ja, toll. Und dann kommt noch so, ja, das ist lustig. Dann kommt noch sowas, so gesungen. Ja. La 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 was so ein bisschen was Mystisches vermittelt. Das kommt jetzt. Ja, das ist nur, damit wir ein Backup haben, weil die Jungs können das nicht spielen. Das ist denen zu schwer. Und dann brauchen wir ein Playback und das habe ich gerade gemacht. Das machen wir übrigens immer so. Das ganze Konzert ist Playback. Und jetzt fangen wir an. Das Blut pumpt durch meine Adern. Eine U-Bahn fährt vorbei. Menschen marschieren gestresst herum. Es ist die Arbeit, die sie stresst. Stimmen, Straßengeräusche, Autotür. Verdrossen. Die Großstadt lähmt das vegetative Nervensystem. Das war eine tolle interaktive Aktion, ja. Thank you.
Steinitzer am Cello.